Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Und zwar World of Warcraft Shadowlands. Wir sind jetzt in Maldraxxus immer noch in der verseuchten Narbe. Und ja, werden ein paar Questchen machen. So wie die Insektenstiche. Sporen über Sporen haben wir hier. Eine geteilte Gefahr. Baron der Auserwählten. Genau. So, lass uns mal ins Gebiet direkt reingehen. Da haben wir sie schon. Die Käferchen müssen wir töten. Ungeziefer. Wir brauchen von den Viechern, was brauchen wir? Aufgeblähter Giftbeutel. 6 Stück. Ja, wer es nicht von euch weiß, wir haben hier die Aufgabe Sporen über Sporen. Als ich das erste Mal diese Aufgabe gespielt habe, war ich ein bisschen down oder overdressed. Strähnige Sporen gesammelt. Also ihr seht ja hier diese komischen Dinger da, diese, was auch immer, Grashalme aussieht. Und die müsst ihr einfach anklicken und dann müsst ihr von denen weggehen, also sie einfach rausziehen. Ja, das habe ich am Anfang irgendwie nicht begriffen. Aber vielleicht hilft es den einen oder anderen.
So, damit haben wir schon die beiden Aufgaben fertig. Käfer erledigt. Giftbeutel eingesammelt, Sporen abgezogen. Perfekt. Ich werde mal noch da hinten mal schnell mal ein bisschen Erz abbauen. Habt ihr neue Ideen für eine Seuche? Ihr habt meine Giftbeutel gefunden. Was für ein hilfreicher Lehrling ihr seid. Studiert fleißig. Was für herrliche Sporen. Möchte jemand frischen Schleim, obwohl wir beide händeringend diesen Trank fertigstellen möchten? Ist eure beste Lektion hier Geduld. Geduld und Schleime natürlich. Dank der Schleime läuft unser Labor wieder. Wie ich euch gelehrt habe, verbindet eure Zutaten im Kessel. Verrührt sie, bis sie zähflüssig werden. Ach, was rede ich da? Als ob ihr noch nie euer eigenes fühlendes Wesen zusammengebraut hättet. Macht weiter, die Schleime rufen. Der Kessel wartet schon auf euch. Beginnt, wenn ihr bereit seid. So, dann gucken wir mal. Die Sachen liegen, glaube ich, auf dem Tisch, so wie ich das richtig sehe. Und dann werden wir hier unseren Kram zusammenbrauen. Die Mischung darf nicht zu früh gerinnen. Achso, ja, der Kollege, der sagt uns immer genau an, was wir rühren müssen. Also wir müssen da so ein bisschen mal gucken. Also ich fange einfach mal an. Ein Tröpfchen Gift für die Viskosität. Ein paar Sporen, die als Katalysator dienen. Wunderbar. Rührt den Kessel noch einmal um, dann seid ihr fertig. Okay, das war die Quest doch nicht. Juhu! Wir haben ein Lebewesen erschaffen. Hört ihr sie? Was für ein edler Schleim das doch ist. Warum fühle ich mich so leer? Ah, Schleime. Teure Freunde und äußerst nützlich. Sie werden uns helfen, diesen Trank zu brauen. Aber unsere Werkzeuge sind wohl überall verstreut und baden in Giftmüll. Markgräfin Stradama wäre sehr enttäuscht über meine Ignoranz gegenüber der Laborsicherheit. Euer Schleim kann den Giftmüll durchkämmen und die Schadstoffe der Seuche verdünnen. Zieht die gesäuberte Ausrüstung einfach aus dem Körper eures Schleims. Schleime, was würden wir ohne sie machen? Man weiß es natürlich nicht. Kommt näher, mein Lehrling. Ich habe eine Mission von dringlicher Wichtigkeit für euch. Kürzlich ist ein Totenbeschwörer zu unserem Haus gekommen, den Lichmarkgräfin Sindane geschickt hatte. Er hat so freundlich gewirkt und war stets bereit, bei den instabilen Schöpfungen meiner Herren zu helfen. Aber ich habe dazugelernt, wie er herumgeschlichen ist und in unseren vertraulichsten Experimenten herumgestochert hat. Er wollte unsere Schleime stehlen. Ich weiß es genau. Ihr solltet ihn scharf verwarnen. Stellt sicher, dass unsere Freunde kein Leid zustößt. Verschließt mir, trefft mich im Haus der Seuchen, wenn ihr fertig seid, Lehrling. Unsere Arbeit geht weiter. Okay, sehr interessant. Jetzt haben wir auch noch ein Büchlein. Ach, guck mal, der folgt uns. Ah, guck mal, dran, seht ihr das? Der hat sogar ein Skelett drin. Nice. Auf Marilets Tisch liegt etwas, das wie ein altes, zerfleddertes Tagebuch aussieht, in dem Seiten fehlen. Die lesbaren Einträge scheinen von Marilets vor dem Untergang seines Hauses geschrieben worden zu sein, als er noch zurechnungsfähig war. Vielleicht werdet ihr, wenn ihr die fehlenden Seiten des Tagebuchs findet, einen besseren Einblick in das bekommen, was dem Haus der Seuchen widerfahren ist.
So. Was sollen wir jetzt machen? Wir sollen ihn irgendwo treffen. Er ist zwar noch hier, aber wir sollen ihn irgendwo treffen. Oder was? Aber... Ach ja, wir müssen die Seite finden, genau, für sein Büchlein, die es ja rausgerissen hat, da erzählt. Genau. Alles klar. Okay. Machen wir. Okay, was hat er da? Ah, klasse Laborausrüstung. Während der Primus fort ist, bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Markgräfin Stradama vertraut mir ihre Ängste an. Ohne Anima stagniert unsere Arbeit und somit auch unsere Macht. Okay, auf jeden Fall, das ging schon mal schnell. Die Seite war hier schon mal drin. Also wenn ihr Seite sucht, die Seite ist in irgendeinem Viecher drin. Wollen wir noch ein bisschen Laborausrüstung holen. Ach, guck mal, die Berge hier, die respawnen. Respawnen schneller als die Gegner. So, ich würde sagen, wir geben das einfach erstmal ab, damit wir schon mal zwei... Ne, haben wir zwei schon fertig? Oh, ich eigentlich schon, oder? Nee, nee. Seite 2 brauchen wir, deswegen geht es hier weiter. Das Haus der Rituale will uns mit Anima versorgen. Stradama und ich vermuten ein doppeltes Spiel. Doch unser Haus kann nicht ablehnen. Wir müssen wachsam bleiben. Uff, wie schnell das geht. Niemand kann den Lichs öffentlich Verrat vorwerfen. Also habe ich einen neuen Trank ersonnen. Ein letztes Mittel, um Stradama zu schützen, falls nötig. Ich bete, so weit kommt es nicht.
So, es war klar, dass der wahrscheinlich die letzte Buchseite mal wieder ewig braucht. Guck mal, der hat auch was. Elite? Ne, da gehen wir mal lieber nicht hin. Das Haus der Seuchen. Vernichtet. Wo ist Stradama? Ich muss den Trank herstellen. Ich muss. So, aber es ging ja eigentlich ganz fix mit den Seiten. Jetzt gehen wir die mal schnell ab. Entlang, Lehrling. Ihr und euer Schleim formt eine Bindung. Erneut vielen Dank für eure Hilfe. Oh, was sind das denn für Dinger? Genießt, haben unsere Kollegen diese Notizen verlegt? Wie unordentlich. So, super. War schon mal cool. Genau, wir machen mal hier Schlussi, ne? Sonst wird das Let's Play auch wieder zu lang. Eigentlich ist es schon wieder viel zu lang geworden. Ich hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Dann sehen wir uns einfach im nächsten Video, ja? Okay, bis dann. Tschüss.